Dann können wir anfangen, über Return to Game zu sprechen. Und hier ein einfaches Beispiel, was so im ersten Jahr der Umsetzung in einem Club im Bereich Return to Game von uns immer installiert wird. Einfaches Whiteboard. Einfaches Whiteboard. Welche Spieler haben wir? Oben rechts. Links, welche Nachwuchsspieler haben wir als Reserve? Welche Spieler kommen noch in die Nazio oder müssen wir für die Nazio-Nahmannschaft einplanen? Und dann hier unten. Mehrere Kategorien. Erste Kategorie, ich hoffe, wir können das gut sehen. Erste Kategorie, questionable, also Fragezeichen. Der kann nicht am Wettkampf oder Spiel teilnehmen. Wir wissen aber noch nicht, warum. Konkret, wir haben noch keine Diagnose. Dann schieben wir also dieses Whiteboard-Marker in questionable. Nächster Schritt, Arzt, Diagnose. Wenn wir die Diagnose haben, hier DX, wenn wir die Diagnose haben, dann ist er in der Phase Hospital, also Krankenhaus. Und dann gehen wir durch verschiedene Schritte, um in den Return to Life, Return to Training, Return to Sport, Return to Practice, Return to Competition, Return to Game zu bringen. Und wie wir das managen, dass wir dann Überblick haben, der Athlet, sobald er aus dem Krankenhaus in den Trainingsprozess wieder reinkommt, bekommt eine Karte. Das ist eine Faltkarte, DIN A5, mit seinem Namen. Und dass er freigegeben ist für Return to Game Training mit Unterschrift vom Arzt, vorne drauf. Und jede einzelne Stufe wird, der Athlet hat die Karte immer bei sich, jede einzelne Stufe wird abgehakt. Return to Sport, der Reha-Therapeut. Ich will, dass er okay gegeben hat. Genauso der Physiotherapeut. Return to Play, Physio und Performance Coach. Return to Competition, Physio und Performance Coach. Return to Game, Physio, Performance Coach mit dem Head Coach natürlich zusammen. I am ready to play, und das ist das Entscheidende. Das muss der Athlet selber machen. Das entscheidet der Athlet selber.